Moin Leute, heute dreht sich alles um die Serie Haus des Geldes Staffel 4, die nun seit Freitag auf Netflix läuft. Natürlich wird es hier nötige Spoiler geben. Ich werde hier nämlich das Ende aufschlüsseln und euch erklären, wie es mit Haus des Geldes weitergeht. Viel Spaß in einer neuen Folge Nerdschulung und ich bin Dennis. Zu Beginn von Haus des Geldes Teil 4 herrscht das Chaos. Der Professor glaubt, dass Lissabon getötet wurde, Rio und Tokio haben einen Panzer in die Luft gesprengt und Nairobi schwebt zwischen Leben und Tod. Die Gruppe macht eine ihrer schwersten Zeiten durch und ein neuer Feind mitten unter ihnen könnte den Raub ernsthaft gefährden. In der mittlerweile vierten Staffel gibt es alles für den Zuschauer. Liebesentwicklungen, Spannung, Verluste und wird der Plan vom Professor aufgehen? Wie wird die spanische Polizei die Truppe stoppen können? Oder gar, wie können die Protagonisten wie Tokio, Rio, Denver und Co. überhaupt fliehen? Eins vorweg, es läuft dieses Mal nicht glatt, wie in den ersten beiden Staffeln. Das ist aber auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung von Serienschöpfer Alex Pina. Wenn wir auch so manchen Filmfehler oder die Stilart MacGuffin zu Gesicht bekommen, bleibt es bis zum Schluss ein spannender Money Heist. Und somit kann ich euch vorweg Teil 4 mit einer Bewertung von 8 von 10 empfehlen. Jetzt geht's aber weiter mit dem Ende, dafür seid ihr auch nämlich hier. Wir setzen bei Nairobis emotionalen Tod an. Ja, ihr habt richtig gehört. Sie wird in der Bibliothek vor den Augen der Truppe von dem Sicherheitschef Gandia hingerichtet und stirbt durch einen Kopfschuss auf der Stelle. Dieser kann durch mehrere Schusswechsel in den Panikraum fliehen, wird aber vorher durch eine Granate von Denver schwer verletzt. In der Zwischenzeit denkt der Zuschauer, das Kartenhaus des Professors bricht zusammen. Aber durch seine Brillanz und Intelligenz zündet er seine vier letzten Raketen. Bei der Pressekonferenz des spanischen Geheimdienstes und der Presse kommen die grausamen Details durch die veranlasste Folterung von Rio ans Licht. Dieses wird durch die Zeugenaussage vom Hintermann Osman in Nigerien untermauert. Alles ein Ablenkungsmanöver, um die nächste Stufe des Plans auszuführen. Der Professor gibt ein Statement in der Öffentlichkeit ab, dass auch Lissabon illegal bei der Polizia festgehalten wird, dass sie dadurch zum Gerichtshof des Richters vorgeführt wird. Alles dient der Operation Paris. Es soll ein Ablenkungsmanöver sein, um Zeit zu schinden. Durch viele technische Details in der Verhörung von Lissabon an den Richter wird durch die Rentnergruppe ein unterirdischer Fluchtweg ins Parkhaus des Gerichtshofs umgesetzt. Alles ein brillanter Clou, der durch viele weitere Schritte wunderbar klappt und Lissabon in einen Militärhubschrauber einsteigen und mit keinen geringeren am Steuer, nämlich Marseille, zur Bank von Spanien fliegt. Es gehört nämlich auch zum gnadenlosen Plan vom Professor. Die Polizia wurde nämlich so gelenkt, was wir nämlich am Anfang der Episode sehen, ist nur von der Truppe inszeniert und der Sicherheitschef Gandia wurde durch Tokio überwältigt und muss alle Forderungen mitspielen. In einem Showdown wird die spanische Polizia dermaßen halt verarscht, dass sich Lissabon in die Zentralbank einschleusen kann. Der Zuschauer denkt, es wird alles wieder glatt laufen, aber da hat der Professor AK Sergio nicht die Rechnung mit der Kommissarin Alicia Sierra gemacht, die nun hinter ihm steht. Ja, sie hat nämlich sein Versteck aufgespürt. Ende. Was für eine Talfahrt in der Staffel 4, die doch mit einem kleinen Cliffhanger endete. Somit macht sie den Weg frei für Staffel 5. Der Plan, dachte man, war zum Scheitern verurteilt. Der Kapitalismus in Form der Polizei würde siegen. Durch die Emotionen und Streitereien der Dali-Truppe kam der Plan wieder mal zum Wanken. Aber dieses Mal taumelte auch der Professor und zeigte seine menschliche, emotionale Bindung zu seiner Freundin Lissabon, die zuerst gefasst wurde, und natürlich den dramatischen Tod von Nairobi. Der Kapitalismus hätte fast über den Sozialismus gesiegt, weil auch eigentlich die Guten, die Bankräuber, mit der Salvador Dali-Maske, die auch Rückenwind durch das Volk besitzen, merken, dass auch ein perfekter Plan nicht immer glatt laufen kann. Durch den Egoismus des Menschen, hier als Palermo dargestellt, bringt man auch noch fast alles zum Wanken. Aber durch die Genialität, was man dem Professor einfach anrechnen kann, ist es ein Unentschieden bis zum dramatischen Schluss. Dennoch bleiben Fragen für den Zuschauer halt offen. Wie wir wissen, sind Staffel 5 und 6 in der Produktion. Durch die aktuelle Situation müssen wir uns aber auch noch gedulden. Ein Spin-off über Berlin soll sogar auch noch in Planung sein. Aber die große Frage ist, wie kann sich der Professor behaupten? Der Professor ist meiner Meinung nach ein guter Nahkämpfer und wird Kommissarin Alicia Sierra bestimmt überwältigen können. Durch die anstehende Geburt werden zudem Wehen bei ihr ausgelöst und diese Chance wird er sich zu Nutzen machen.
aber der Professor für den Sozialismus steht, wird er ihr bei der Geburt helfen. Somit wird meiner Meinung nach Alicia auch besänftigt und könnte vielleicht für den Plan hilfreich sein. Der Professor ist nun wieder in der Spur und wird seine berechneten Trümpfe spielen. Wie diese Geheimwaffe aber aussehen wird, kann man halt nur spekulieren. Er ist halt für jede Situation gewappnet. Und da muss man einfach sagen, da kann man jetzt viele Theorien aufsetzen. Es bringt einfach nichts. Also das ist das Ding an dieser Serie. Die ist einfach unberechenbar und zeigt einfach auch, dass man da vielleicht mal ein bisschen Spielraum lassen sollte für den Zuschauer. Und das finde ich genau richtig. Die Geheimwaffe wird kommen. Wird einer auch in Staffel 5 sterben? Also hier haben wir es ja gesehen, Nairobi ist ja gestorben. Sehr traurig. Ob natürlich der Sicherheitschef Gandia gestorben ist durch die Hand Bogotas, weiß man nicht, könnte man spekulieren, glaube ich eher weniger. Er hat ihn einfach nur K.O. geschlagen, aber es wird, glaube ich, eine geben, die sterben wird. Ich denke, Arturo wird sterben. Er hat es sich mit den Geiseln und der Truppe verspielt. Durch eine blöde Handlung wird er sein Schicksal besiegeln. Wird es auch Helsinki treffen? Es bahnt sich eine Liebesgeschichte zwischen Martin aka Palermo und ihn aka Yashin an. War es dann auch mit ihm zu Ende? Boom, boom. Ciao. Die größte Frage ist natürlich wieder, wie kommen sie überhaupt frei? Eine große Rolle wird der Militärhubschrauber spielen, den man ja zum Schluss gesehen hatte. Dieser ist nun im Besitz von Massé und hat eine hohe Traglast. Somit könnte man das Gold, was ja in kleine Kügelchen geschmolzen wurde, und natürlich die Räubertruppe darüber transportieren, dass man dann über den Luftweg fliehen könnte. Es wäre aber eigentlich für die spanische Polizei zu offensichtlich, weil sie das Geschehen ja mitbekommen haben, dass sie verarscht worden sind. Also von dem Professor, kann man vielleicht auch wieder unterirdisch aus der spanischen Zentralbank wie auch in der Notenbankdruckerei fliehen? Ich denke mal eher weniger. Das wäre ja zu offensichtlich wie in Staffel 1 und 2. Es wird da was anderes geben. Ich denke mal wirklich, das wird der Luftweg sein. Und trotzdem, es wird so sein, der Plan wird auf jeden Fall vom Professor so oder so aufgehen. Wie könnte es vielleicht noch weitergehen in Staffel 6? Es soll ja wirklich eine 6. Staffel geplant sein. Man könnte natürlich die Geschichte weiter ausdehnen in einem anderen Land. Es wird ja leider so ein bisschen gemunkelt, vielleicht die USA. Ist es die Frage, ist das wirklich die richtige Entscheidung, dass man das in den USA verlegen könnte mit anderen Schauspielern, mit einer ganz anderen Truppe? Man sollte es vielleicht nicht zu sehr ausmerzen, dieses Thema, ist meine Meinung vielleicht. Und es, ganz ehrlich, es ist einfach eine sehr gute Serie mit einer der besten auf Netflix mit Stranger Things. Und man sollte auch irgendwann sagen, okay, man macht jetzt Cut und man dehnt nicht diese Story noch weiter aus, wie zum Beispiel bei The Walking Dead. Naja, so, das war auf jeden Fall dieses Ende erklärt, wie geht es weiter bei Haus des Geldes. Ich bin nun am Schluss angekommen, ich bin gespannt, wie es in Haus des Geldes wirklich weitergeht. Ihr auch? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst gerne ein Abo hier, darum werdet ihr hier auch nichts mehr verpassen, also dass ihr hier nichts mehr verpassen könnt. Ich bin Dennis, ich bin raus, bis dann und ciao und bam.